Namen unserer Kinder. Ich halte jetzt mal meine Klappe. Sie sind ein Lügner! In voller Länge die Konferenz. Haben Sie den Verstand verloren? Ich weiß, was ich mache, glauben Sie mir. Nur dieses eine Mal. Wer sind Sie? Wohin? Schaffen Sie diesen Mann weg. Ranger, wegtreten! Artyom, Kleiner, ihr seid dran! Jo Leute, Proteus hier. Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Metro Last Light Redux. Ja, wie ihr seht, ich bin direkt voll im Geschehen. Halt auch mal meinen Mund, damit ihr die Szenerie genießen könnt. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Und jetzt quatscht keiner. Ast rein. Naja, denn... So, was passiert jetzt hier? Waffen habe ich nichts, keine. Mhm. Was denn, wenn ich zurückgehe? Das ist doch jetzt nicht wahr. Vielleicht muss ich hier irgendwo... Ah! Genosse Moskwin, Sie müssen mich dabei unterstützen. Ah, okay. Ansonsten könnten ein paar unbequeme Details auftauchen, die den Tod Ihres Bruders betreffen. Oh. Was nun? Ich hatte ein Gespräch mit angehört zwischen Ihrem Bruder und seinem Berater über die Bedrohung, die Sie darstellen und über Wege, sie zu eliminieren. Mhm. Was soll das? Bedrohung? Wir sind Brüder. Ah. Er glaubt, dass Sie sich übergangen und betrogen fühlen. Er fürchtet, dass Sie ihn stürzen. Muss ich mir das jetzt hier alles anhören, bevor ich die nächste Tür öffnen kann? Nein. Mache ich die auch direkt mal auf hier. Ja, Prost! Was essen die denn da? Ach, kann ich nicht niemals rein. Was ist hier noch? Du strafst mich mit Schweigen. Was guckst du mich aus diesen ehrlichen Augen so an? Tja. Tja. Das ist das Schloss. Es war deine Schuld. Wer wollte mich denn tot sehen? Korbut hat dich verraten. Und jetzt hört er mich an den Eiern. Ja, hab ich schon wieder irgendwie was? Ey. Wie jetzt? Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Für mich gibt es keine Vergebung. Hab ich irgendwas versäumt? Das ist ja sehr merkwürdig. Ach, das war jetzt der Traum, oder wie? Was war ich? Super, und ich habe schon wieder gedacht, ich hätte voll verkackt. Ich verstehe. Sie haben mir also etwas gegeben. Genau wie ich meinem Bruder etwas gegeben habe. Ja, ich habe es getan. Ich habe ihn vergiftet. Ich, nicht Korbut. Ich bin ein Narr. Ich dachte, er wollte mich retten. Nein. Er nahm einfach die Macht an sich, packte mich an der Kehle. Und er stürmt gerade die Sechs. Und da ist dieses Virus. Und wenn es in Korbuts Hände fällt... Ganz scheiße, sagst du? Abschau! Sie sind der Anführer! Befehlen Sie es ihm! Abschau! Seid verdammt! Rufen Sie die Truppen zurück! Halten Sie die... Können wir nichts mehr machen? Etwas Zeit, Beeilung! Zu schließen. Schneller!
Was für zum Bahnsteig sind Sie? Bahnsteig. Ich werde D6 nicht aufgeben. Gute Einstellung. Gute Einstellung. Tete. What happened? Günstig. Jetzt geht's ab. Oder wie? So, die letzte Schlacht hört sich ja gut an. Ey, Mütze, alles klar bei dir? Soll ich mich vielleicht erstmal eindecken mit ein bisschen Munition? Vor allen Dingen bin ich der Einzige, der mit gezogener Waffe da rumrennt. Da jetzt erstmal Ansprache oder wie? Kann ich ihn schießen? Nein. Warte, jetzt muss er nochmal zum Klo oder? Tja, Mosquin hat dieses Mal keinen Mist erzählt. Die rote Linie rückt von drei Seiten vor. Meine Waffenbrüder. Ja, komm, Action. Ich bin kein Mann der langen Reden. Nein, ich stehe hier schon seit 2 Minuten. Ihr seid die hingebungsvollsten, mutigsten Soldaten der Metro. Jeder von euch komm, jetzt. Wird Rote wert. Wenn ihr einfach die Arbeit macht, für die ihr ausgebildet wurdet, dann gewinnen wir diese Schlacht. Mhm. Wenn wir weiterlabern, ist die Schlacht vorbei. In die Schlacht. So. Und jetzt Attacke. Die kommen jetzt da durch das Tor, oder wie? Das reicht. Kommen Sie hierher zurück. Ausrüstung prüfen. Günstig. Direkt mal. Oh, das sieht auf jeden Fall gut aus. Ah, jetzt wird es auch noch schön dunkel. Oha, oha, oha. Kann man da nicht drauf schießen? Sind da nicht... Ich wollte gerade sagen. Oh, was? Erstmal zurechtfinden hier. Ey, wer schießt? Oh. Ach du liebe Zeit. Vielleicht soll ich... Jetzt passiert. Eieieiei, jetzt kriegen wir hier voll den Arsch aufgerissen oder was? Komm, steh auf, Junge. Ja, super. Wie, jetzt nichts mehr kämpfen? Ach du liebe Zeit. Und? Da habe ich ja voll fett gefightet hier, ey.
Kann ich nicht weg hier? Irgendwie? Oh, nee, du. So ein Medipack wäre nicht schlecht, ne? Ne, Scharfschützengewehr möchte ich nicht. Von da oben kommen die auch. Leute, ich würde sagen, hier an der Stelle mache ich auch mal Pause. Habe ich gedacht, geht direkt weiter. Ach du liebe Zeit, ja, da ziehe ich dann doch durch, dann wird die Episode vielleicht ein bisschen länger. Aber da kann ich ja jetzt nicht. Panzerfaust, wo? Wo Panzerfaust hier? Wo? Wo ist jetzt die Panzerfaust? Würde ich doch jetzt die Panzerfaust irgendwo sehen. Keine Panzerfaust. Vielleicht das Teil hier? Glaub ja nicht, ne? Und auf was muss ich schießen? Oha. Der hat doch irgendwas von Panzerfaust gelabert, der Typ. Also muss es hier auch irgendwo so eine Panzerfaust geben. Boah, scheiße, ey. Aber ich sehe die nicht. Ja, was ist los? Wo muss ich denn drauf schießen? Wenn ich das wüsste. Das ist ja ein sehr aussichtsloser Kampf. Ah! Oh, nö. Was ist los? Ist das überhaupt richtig, was ich da mache? Ne. Augenscheinlich nicht. Ja, ich denke, ich werde an der Stelle hier Schluss machen und werde mein Let's Play beenden. Hier geht es direkt irgendwie voll action-technisch weiter mit Panzer. Ja, ich hoffe, ich konnte euch gut unterhalten und ihr seid bei meinem nächsten Let's Play wieder mit dabei. Bis dahin, bleibt sauber und haltet euch senkrecht. Euer Protoss. Ciao.